Herzlich willkommen, mein Name ist Marian Moschen und heute will ich euch zeigen, wie man richtig gute Pizza backt. Okay, wir brauchen also unsere Schüssel. Dann nehmen wir Wasser, geben das dazu. Dann nehme ich ungefähr 4 Gramm Hefe, immer frische Hefe. Die funktioniert meiner Meinung nach besser, aber eigentlich gibt es keinen Unterschied, ist eher so eine Geschmackssache. Also circa 4 Gramm. Wenn es 3 Gramm oder 5 Gramm sind, ist es nicht ganz so tragisch. Dann circa 20 Gramm Salz. Dann ein gutes Olivenöl. Auch circa 20 Gramm. Und darauf geben wir jetzt unser ganzes Mehl, das ist 1 Kilo. Ganz, ganz wichtig dabei ist, dass ihr kein normales Mehl nehmt, sondern es sollte ein Tipo 00 sein, also ein italienisches Mehl mit einem hohen Glutenanteil. Da gibt es eigene Pizzamehle. Ich verwende meistens eines von Caputo, das ist ein Caputo Pizzeria. Das funktioniert sehr, sehr gut und das sorgt dann dafür, dass wir später diese Elastizität haben, die wir ganz dringend brauchen, wenn wir den Pizzateig formen wollen. Alles, was wir jetzt tun, ist, das Ganze in einer Küchenmaschine oder von Hand ca. 10 Minuten zu kneten. Das stellen wir uns ungefähr auf 10 Minuten ein. Stufe 3 in meinem Fall, also dass es mittelschnell läuft. Und dann lassen wir das einfach ganz in Ruhe kneten. Unser Pizzateig ist jetzt fertig geknetet. Jetzt nehme ich eine Pizzaballenbox. Das ist sehr praktisch, weil die im Kühlschrank sich gut verstauen lässt, weil man später auch die Pizzaballen da gut auflegen kann. Aber sie ist absolut keine Pflicht. Das funktioniert natürlich auch mit einer ganz normalen Schüssel. Ich tue mir jetzt da ein bisschen Olivenöl rein, damit der Teig dann später nicht anklebt. Ich verteile mir das dann immer ein bisschen mit den Fingern. Viel muss es nicht sein, gerade ein bisschen. Dann nehme ich meinen Pizzateig, der jetzt noch sehr weich ist, das darf auch so sein, und gebe den da so rein. So. Dann dehne ich mir den einmal so durch, dass ich überall ein bisschen Olivenöl drauf habe, dann trocknet mir auch nichts aus. Dann den Deckel drauf. Unseren jetzt fast fertigen Pizzateig stellen wir für eine halbe Stunde beiseite, lassen ihn bei Raumtemperatur ein bisschen gehen und in der Zeit kann er ein bisschen aufgehen und das Gluten in dem Mehl kann sich entwickeln und wir kriegen schon eine viel, viel bessere Teigstruktur. Also, wir sehen uns gleich wieder. Unser Teig durfte jetzt für 30 Minuten reifen und wenn wir den Deckel runternehmen, sehen wir, dass er nochmal total an Form verloren hat und verronnen ist. Der Grund ist, dass sich das Gluten in dem Teig entspannt hat. Jetzt nehmen wir einfach feuchte Hände und dann können wir unseren Teig in der Mitte einfach hochheben. Und man sieht schon, dass er jetzt schon wirklich sehr, sehr elastisch ist. Ich lege den jetzt wieder vorsichtig rein, drehe das Ganze ein bisschen, hebe es nochmal hoch und das mache ich von allen Seiten. Und durch diesen Vorgang wird das Gluten im Mehl immer mehr aktiviert und man sieht schon, der Teig, der vorhin ganz fest verronnen ist und eigentlich überhaupt keine Struktur hatte, ist jetzt schon ein Teig, der schon fast wie ein Brotlaib aussieht. Das war jetzt das erste Mal dehnen und falten. Man sagt da im Englischen Coil Fold, weil man das einfach so hochhebt und schön hinlegt. Und das Ganze decken wir uns wieder zu und lassen es erneut 30 bis 45 Minuten rasten, dass es sich entspannen kann. Gut, unser Teig ist jetzt nochmal knapp 45 Minuten gereift. Und wenn man ihn öffnet, sieht man, er ist nicht mehr so wie zuvor über die ganze Fläche zerronnen, sondern er hat ein bisschen an Struktur behalten. Jetzt mache ich mir wieder die Hände etwas feuchter und dann hebe ich ihn in der Mitte hoch und lege ihn mir einfach wieder rein. Und das wiederhole ich jetzt 2-3 Mal von allen Seiten. Und dann sieht man schon, dass daraus wirklich ein Teigballen wird. Der verrinnt auch nicht mehr, der bleibt wirklich stabil. Und diesen Teigballen lassen wir jetzt nochmal circa 45 Minuten reifen bei Raumtemperatur und dann gebe ich ihn einfach ohne Dehnen und Falten in den Kühlschrank. So, unser Pizzateig durfte jetzt für 24 Stunden im Kühlschrank rasten. Und wenn man den Deckel runternimmt, dann sieht man schon,
welche Bläschen der wirft, wie locker das Ganze ist und wie luftig. Genau so muss ein Pizzateig sein, aber er ist noch nicht fertig. Also, ich richte mir immer ein bisschen Pizzamehl her, weil uns das dabei hilft, dass der Teig sich besser formen lässt. Ich zeige euch dann gleich, warum. Dann nehmen wir unseren Pizzateig und nehmen ihn aus unserer Pizzaballenbox heraus. Man sieht schon eine wirklich tolle Struktur. Jetzt holen wir uns eine Waage und so ganz klassisch teilt man Pizzateige in 250 bis 280 Gramm Portionen auf. 250 ist relativ eine kleine Pizza, 280, da hat ein Erwachsener wirklich gut davon gegessen. Dann stiche ich mir mit so einer Teigspachtel die Portionen runter. Da kann man ruhig auch zwei, drei kleinere Stücke dazugeben, so dass man ungefähr auf die 280 Gramm kommt. Also bei mir sind es jetzt wirklich genau 280. So. Und wir teilen uns den ganzen Pizzateig jetzt auf. Und in dieser Menge, in dieser Portionsgröße, die wir zubereitet haben, gehen sich genau 6 Pizzen aus. So, also wir teilen das Ganze auf, 280 Gramm Stücke. So. Geht manchmal besser, manchmal schlechter. Ein bisschen noch. Ich schaue immer, dass ich da relativ genau arbeite. Dann geht es sich am Ende immer perfekt aus. So. 90 Gramm. Perfekt. Und 2 Stück noch extra. So. Gut, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt, gleich große Stücke. Damit aus unseren Teigstücken auch wirklich Teigballen werden, müssen wir die jetzt zu Kugeln formen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr legt euch das einfach auf die Arbeitsfläche, dann nehmt ihr die Ecken oder den Rand und legt ihn von allen Seiten einfach zur Mitte hin. Einfach von allen Seiten immer zur Mitte hinlegen. Und dann ergibt sich irgendwann, dass das Ganze schon eine relativ gute Spannung hat. Ihr seht, ich kann das fast nicht mehr hochheben. Das Gluten im Teig, das aktiviert sich sofort und kriegt dann eine Spannung rein. Jetzt habe ich schon fast eine Kugel. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt ziehe ich mir die Kugel einfach über die Arbeitsfläche, drehe sie ein bisschen weiter, ziehe die Kugel wieder über die Arbeitsfläche und wieder und wieder und wieder von allen Seiten. Wenn man das schnell macht, dann sieht es so aus, wie man das oft aus den Videos kennt und auch von den Pizzaiolos kennt. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Immer einfach über die Arbeitsfläche ziehen und dann schiebt sich von der Seite, wenn ich hier drücke, oder umgekehrt, wenn ich hier drücke, schiebt sich der Teig da unten rein und ich kriege da oben ganz eine tolle Spannung rein. Und genau so soll es sein. Wenn euch der Teig anfängt, hier oben zu reißen, dann hilft es, wenn man einfach ganz kurz ein bisschen Pizzamehl drauf tut, weil das Reißen kommt davon, dass der Teig bei den Handflächen kleben bleibt. Und dann formen wir uns den nochmal nach und dieser Pizzaballen kommt jetzt einfach in unsere Pizzaballenbox und wir legen ihn da hinein. Das zeige ich euch gleich nochmal. Also von den Rändern hin zur Mitte legen, von allen Seiten so lange, und man sieht am Anfang ist es noch sehr flexibel, so lange immer weiter, bis ich spüre, jetzt zieht der Teig an und ich kann ihn eigentlich kaum noch bewegen. Dann drehe ich ihn um und dann habe ich da schon relativ viel Spannung drin. Dann die Oberfläche ein bisschen in Mehl, damit er nicht hängen bleibt bei den Handflächen. Und dann ziehen wir uns den Pizzateig von allen Seiten immer schön über die Arbeitsfläche. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Und dann haben wir am Ende einen perfekten, runden Pizzaballen. Und dieser Pizzaballen kommt dann da drüben wieder in unsere Pizzaballenbox. Und ein letztes Mal. Formen, 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 von allen Seiten schön zur Mitte hin, bis die Spannung aufgebaut ist. Umdrehen, schnell drehen. Pizzaballen fertig und unser Pizzaballen kommt in die Pizzaballenbox. Man sieht schon, wenn man da ein bisschen Übung hat, geht es richtig schnell. Ich mache immer mehr Pizzateig und so 12 Pizzaballen, das hat man in 2-3 Minuten erledigt. Das ist wirklich gar nicht viel Arbeit. Einfach ein bisschen üben. Sich trauen und wenn was nicht ganz so gelingt, nochmal machen. Kein Problem, kann man immer wieder ausbessern. Also, zum Ballen formen und rein damit. Und das Ganze geht dann richtig schnell in Windeseile und ist wirklich nicht viel Arbeit. So.
So. Jetzt sind unsere Pizzaballen in der Pizzaballenbox drin. Den Deckel drauf. Und diese Pizzaballen kommen jetzt für weitere 24 bis 48 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt also nach 24 Stunden essen oder nach 48 Stunden. Also, unsere Pizzaballen dürfen jetzt für 24 Stunden in den Kühlschrank. Und damit wir nicht so lange warten müssen, habe ich natürlich schon einen Pizzateig vorbereitet. Und ihr dürft euch anschauen, wie der jetzt nach diesen ersten 24 Stunden aussieht. Er hat schon spürbar an Volumen gewonnen, er ist wirklich fast doppelt so groß geworden. Ein bisschen ist er auch verlaufen, aber das macht uns gar nichts. Jetzt sieht man, ist der Teig noch sehr, sehr fest. Und so wie er jetzt ist, lassen wir ihn zuerst mal für circa 3 Stunden bei Raumtemperatur nochmal reifen und dann machen wir die Pizza draus. Und gibt man ihnen die Zeit, dann sehen sie nach 3 Stunden ungefähr so aus. Spürbar mehr Volumen, sehr, sehr locker sitze das. Und jetzt ist der Moment gekommen, da können wir unsere Pizzen machen. Bevor wir starten, ist es ganz wichtig, dass wir zum Formen der Pizza ein Hartweizenmehl brauchen. Das nennt man Semola und die Marke, die ihr da nehmt, ist total egal. Ich habe oft die Pizzamehle von Caputo, mit denen komme ich sehr gut zusammen. Und das Besondere an diesem Semola ist, dass es sehr grob ist und dass der Hartweizen sehr lange braucht, dass er Wasser aufnehmen kann. Dadurch klebt euch die Pizza einfach nicht an. Dann macht ihr euch da wirklich so ein Bett aus Semola. Einfach auf die Arbeitsfläche und dann nehmen wir unsere Pizzaballen. Und da fängt der Spaß schon an. Ihr müsst nämlich aufpassen, dass ihr wirklich diese Pizzaballen rausbekommt, ohne dass ihr sie beschädigt. Das machen wir folgendermaßen. Als erstes nehmen wir Semola und geben das genau in die Rillen und rundherum, überall dorthin, wo die Übergänge zwischen den Pizzaballen sind. So. Dann nehmen wir uns eine Teigspachtel. Da gehen am besten diese länglichen, da ist man sich nicht im Weg. Und dann suchen wir uns genau das Ende der Pizzaballen raus. Und wir trennen das wirklich ganz schön auf, so dass da nichts mehr zusammenklebt. Ein bisschen vorsichtig muss man schon sein, damit man nichts beschädigt. Und dann vom Rand. So. Und jetzt, wenn das alles schön getrennt ist, nehmen wir den Pizzaballen aus unserer Ballenbox und legen ihn einfach so, wie er ist, in unser Bett aus Semola. An dieser Stelle forme ich mir das dann immer ein bisschen gerade rund, damit es schöner ist. Und dann können wir ganz vorsichtig den Teig, oben noch ein bisschen Semola drauf, den Teig mit den Fingern in der Mitte nach oben drücken. Aber dieser Rand, das soll dabei bleiben. Dann drehen wir uns das weiter, drücken uns das wieder raus und wieder raus, umdrehen und dann machen wir dasselbe dann wieder von der anderen Seite. Und jetzt, sieht man schon, haben wir diese Grundform. Das Außen berühren wir gar nicht, sondern wir nehmen jetzt den Pizzateig hoch, legen ihn zwischen unsere Hände, ich mache das immer mit diesen Fingern und dann zieht ihr euch das am Rand entlang, einfach schön die Runde. So lang, bis die Pizza ungefähr die Größe hat, die ihr euch wünscht. Und dann legen wir unsere Pizza einfach ab. So. Wenn ich dann sehe, dass ich hier noch ein bisschen dicker habe oder so, dann kann ich da überall nachhelfen. Mir ist die jetzt noch nicht ganz groß genug, deswegen mache ich das Ganze noch einmal. Richtige Pizzasauce soll so einfach wie möglich sein. Alles, was reinkommt, sind Tomaten, Olivenöl, ein bisschen Salz und frisches Basilikum. Ihr wundert euch sicher, warum ich geschälte Tomaten aus der Dose nehme. Tatsächlich ist es nämlich so, wenn man Tomaten kauft, dann könnte man eigentlich nur einmal im Jahr Tomatensauce machen.
denn man braucht wirklich frische, sonnengereifte und ganz, ganz süßliche, aromatische Tomaten. Und bei uns in Deutschland, Österreich, da wachsen die einfach nur im Juli, August. Und deswegen greifen wir auf sonnengereifte Tomaten aus der Dose zurück. Aber auch da muss man ein bisschen aufpassen, denn manche Hersteller greifen darauf zurück, um die Schale der Tomaten zu entfernen, Chemie zu verwenden. Das erkennt man, indem man hinten bei den Zutaten einfach liest, wenn dort eine Säure ist, beziehungsweise ein Säureregulator, das ist oft Zitronensäure, dann weiß man, die wurden basisch geschält und dann, um die Base quasi auszugleichen, wurde eine Säure hinzugegeben. Das ist zum Essen für uns eigentlich nicht gesundheitsschädlich, aber das Problem ist, es bleibt immer ein bisschen Säure zurück. Und Tomaten aus der Dose, wo ein Säureregulator verwendet wurde, also die chemisch geschält wurden, sind immer relativ säuerlich. Das heißt, wir schauen, dass auf den Zutaten drauf nichts anderes steht als geschälte Tomaten und Tomatensaft. Kein Salz, kein Säureregulator. Dann macht sie nichts falsch. Und diese Tomaten werden dann auch wirklich zum perfekten Zeitpunkt geerntet. Sie sind super aromatisch und schmecken sehr gut. Und wir können das ganze Jahr Pizza essen mit perfekter Pizzasauce. Ganz bewusst ein paar Stückchen. Die richtigen Pizzaiolos erzählen uns immer, dass man zu Hause keine richtig perfekte Pizza machen kann. Und sie haben auch recht. So wie die Pizzaiolos das in einem richtigen Pizzaofen machen, der fast 500 Grad hat und wirklich eine perfekte Unterhitze, das ist natürlich zu Hause sehr schwer, weil unsere Heimbacköfen die meisten irgendwo zwischen 230 und 280 Grad Celsius maximal schaffen. Und das ist einfach zu wenig. Das ist zu wenig, weil dann braucht der Pizzateig so lange, bis er aufgeht, dass uns der Belag, also der Mozzarella und die Salami und alles, was wir drauflegen, schon anröstet, bevor quasi dieser Teig durch ist. Jetzt könnte man sagen, okay, ich besorge mir einen der neuen Öfen, einen Oni oder eine Gosni oder sowas in die Richtung, also einen Pizzaofen für zu Hause, muss aber am Anfang nicht sein. Man kann auch einfach einen Trick anwenden. Und zwar haben wir nicht zu viel Hitze, und der Pizzaboden braucht auch länger, um quasi durch zu sein. Aber der Belag würde in der Zeit schon braun werden. Backen wir es einfach getrennt. Was ich dann zu Hause immer mache, ich lege mir meinen Pizzateig einfach auf ein Backpapier. Bei 250 Grad im Ofen, das haltet ein Backpapier ganz leicht aus und es erleichtert das Handling und das Zubereiten und auch das Vorbereiten, wenn man mehrere Pizzen machen will, einfach deutlich. Dann nehme ich meine Pizzaschaufel und lege einfach die Pizza nur mit der Tomatensauce da drauf und schieb's für 8 Minuten ungefähr in den Backofen. Ganz wichtig dabei ist, der Backofen braucht zwei Dinge. Erstens, er muss richtig gut vorgeheizt sein und zweitens, ihr braucht, und das ist unabdingbar, einen Pizzastein. Pizzasteine gibt's in jeder Größe und in jeder Preisspanne. Um 15 Euro kriegt man da wirklich schon alles und man kann sie sowohl zum Brotbacken als auch zum Pizzabacken perfekt verwenden. Eine Investition, die wirklich tätigen würde. Dann nehmen wir unsere Pizza und schieben sie einfach in unseren Backofen auf den Pizzastein. Dann machen wir wieder zu und dort lassen wir es einfach für die nächsten 8 Minuten aufgehen. Also, wir haben die Pizza jetzt gebacken, bis sie gut angebräunt war, aber nur mit der Tomatensauce drauf. Und jetzt ergänzen wir erst den Rest. Da. Parmesan. Der darf natürlich auf keiner Pizza fehlen.
etwas Mozzarella. So. Dann ein, zwei Blätter Basilikum. Und etwas Olivenöl. Da in der Mitte nehmen wir uns vielleicht noch ein bisschen Mozzarella dazu. Und dann zurück in den Ofen. So, dann schauen wir nochmal rein. Perfekt, genau so soll sie sein. Die Pizza, der Mozzarella ist noch ganz weiß, nicht angeschmolzen. Außen haben wir es schön knusprig, sehr heiß. Einfach geil. Na, Spaß. Das ist sowas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schaut auf meinen Blog www.manbackt.de. Dort findet ihr alle Infos rund ums Pizzabacken und noch vieles mehr.